Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Lotus-Folge hier auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid und heute mal nicht online, heute mal nicht Multiplayer und heute mal altbekanntes. Wir sind auf der Karte Alte Waldbahn unterwegs, von mir selbst kreiert, überarbeitet natürlich von unserem Phasus, also in der Version V1.1. Und warum wir uns das heute anschauen, ist natürlich, wir haben unseren BKVT geschnappt, denn es gab wieder neuen Steam-Workshop-Inhalt. Und das ist dieses Schmuckstück hier hinten, ein zusätzlicher Anhänger, der jetzt für die BKVT verfügbar ist. Und wenn wir uns das mal anschauen, ja, gewohnte Qualität wie hier vorne, ne? Also das ist schon, es hat schon auf jeden Fall Parallele. Wo man hier sagen muss, der Beiwagen, der sieht doch ein bisschen anders aus. Aber ihr seht halt, man kann auch mit dem absolut gar nicht fahren. Wir können hier zwar eine Bremse lösen oder sowas. Wir haben hier oben ein paar Schalter, die wir natürlich hier bedienen können. Wir können natürlich die Fenster runter machen. Aber das war es denn soweit auch schon. Mehr ist hier eigentlich gar nicht möglich. Also deswegen, das ist hier bloß wirklich ein Beiwagen, den ihr da runterladen könnt. Ihr braucht natürlich zusätzlich noch den BKVT, um das Ganze natürlich zu benutzen. Ja, wir stehen aktuell in Forsthausen, würde ich sagen. Und wenn jetzt mal ein Stückchen zurückrollen, um an der Haltestelle da anzuhalten, die Fahrgäste einsteigen zu lassen, da ja hier Hochbetrieb ist scheinbar. Deswegen brauchen wir hier eine Straßenbahn mit Beiwagen. Damit würde ich sagen, springen wir mal rein und starten das Ganze mal erstmal, bevor wir jetzt hier irgendwie groß weitermachen. So. Das ist schon, ja. Das ist jetzt schon, ja. Nee, warte mal. Wir müssen ja erstmal eins nach dem anderen. Ach, das war ja wieder das gewesen. Warte mal. Ja, das hat funktioniert. Brauchen wir natürlich hier noch Oberleitung. Das ist halt immer ein bisschen. Man muss erstmal hier klarkommen wieder mit. So, das haben wir ja zwar alles hier gemacht hier. Ich habe keine Ahnung. Wie sieht es mit dem Beiwagen aus? Der hat auch Licht, das ist schon mal schön. Bloß, dass wir hier eine falsche Lampe drin haben. Das muss. Ja, so ist richtig. Jetzt passt das auch. Jetzt ist das Ganze in der richtigen Reihenfolge. So. Jetzt ist natürlich. Irgendwas läuft hier gerade noch nicht so hundertprozentig. Jetzt muss ich überlegen, wie war denn das jetzt gewesen? Eieiei. Ach, warte mal, hier oben. Ja, warte mal, hier. Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, das muss ich eh nochmal neu aufnehmen. Das bringt ja nichts. Oder? Doch, das geht schon so. Das geht schon. Es ist halt immer mal wieder was Neues, ja. Da immer wieder was Neues hier. So, dann lassen wir sie einsteigen jetzt hier. Wie gesagt, hinten seht ihr, ist denn soweit auch alles beleuchtet. Ich war gerade ein bisschen verwirrt gewesen tatsächlich, weil mein Joystick hier nicht funktioniert. Ganz klar, das ist eine andere Steuerung. Ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass das wirklich so ist, dass das Ganze dann dementsprechend nochmal so anders halt ist. So, können wir mal hier umgucken. Wir können hier gar nichts einstellen. Interessant. Gut, dann funktioniert das einfach. Alles klar, na denn, habe ich nichts gesagt. So, na denn, geht's jetzt los. Und los geht's. Die alte Waldbahn ist schon eine schöne Strecke gewesen. Aber das ist immer noch eine schöne Strecke. Klein, aber fein. Lautet hier die Devise, schön im Sonnenuntergang. Und schaffen wir es überhaupt hoch mit dem Beiwagen? Das könnte jetzt nochmal interessant werden.
Oder endet unsere Fahrt abrupt schon hier? Das wäre natürlich ein absolutes No-Go. Aber klappt schon. Wir kommen hier hoch. Wir kommen hier hoch. Ah, ist das hübsch. Oh Gott, das ist so süß. Also ich kann immer noch die Leute absolut verstehen, wenn sie sagen, ja, sie zweifeln immer noch so mit Lotus und sie wissen noch nicht, und ob sie das unterstützen sollen und hier und da. Wenn ich doch diese Bilder hier sehe, dann weiß ich doch, wo die Reise mit Lotus hingeht, verdammt. Dann weiß ich das doch, dann sehe ich das doch. Klar, es gibt doch keine KI und klar, man weiß ja nicht, wie das Ganze irgendwann mal in 2-3 Jahren aussehen wird. Aber wenn ich mir doch diese Bilder hier anschaue, mit der Sonne, wie das Ganze mit dem Licht und so, mit dem Schatten, wie das Ganze so, dieses ganze Lichtspiel und, oh, weiß ich nicht. Also, da kann ja wirklich das Herz aufgehen, wirklich, wenn du das siehst. So. Das Ganze mit der Sonne so reinscheint und so. Das ist schon, da weiß ich auf jeden Fall, auf was ich mich zukünftig freuen kann. So, wir sind aber... Ja. Wir schieben. ja. Alles klar. Weißt du Bescheid, ne? Oh, Alter. Der Rückwärtsgang, wir kommen nicht mal hoch. Na gut, das liegt jetzt hier dran, ne? Warte. Naja, muss schon echt kämpfen hier. Buckeln, bis zum geht nicht mehr. Naja, der Beiwagen hinten, der schiebt halt noch, ne? So, jetzt könnt ihr einsteigen. Kommt schnell rein hier, damit wir nicht gleich wegrollen. Ja, das kannst du halt nicht machen, ne? Also, das geht nicht. Ja, das ist großartig. So, sind alle drinne, dann können wir weiterfahren. Gehen die Türen zu, Leute. Und dann ab geht die Luzi. Ja, ich muss ja sagen, ich habe ja die Karte ja, sag mal, abgegeben, ne? Weil mir die Zeit ein bisschen fehlt, ja, an der Karte groß irgendwie weiterzubauen oder so. Hatte ich ja gedacht gehabt, dass der Phasis hier schon ein bisschen dran arbeitet, aber mit dem Update 1.1 war es ja auch erstmal das letzte Update gewesen, was so in der alten Waldbahn passiert ist. Schade eigentlich. Ich habe ja eigentlich damit gerechnet, dass hier ein bisschen mehr tatsächlich passiert. Aber leider wurde da nichts draus. So, und stehen.
Ja, wurde da leider erstmal nichts draus. Mal gucken, wann es hier weitergeht. Sind natürlich ja schon wieder an einem Projekt dran, was wir eigentlich streamen wollten. Das hat leider aber nicht so funktionieren wollen, wie wir das Ganze wollten. Ja, jetzt müssen wir das Ganze verschieben. Das machen wir jetzt erst alles dann ja nach dem Lotus-Fan-Treffen. Dann bin ich danach, das Wochenende bin ich nicht da. Da gönne ich mir mal ein paar Tage an der Ostsee. Und danach eventuell können wir das Ganze dann versuchen, nochmal neu anzugehen. Das Ganze da dementsprechend zu bearbeiten, neu zu machen. Alles ist natürlich dann die Frage, ja, das wird natürlich dementsprechend einiges wieder an Zeit kosten. Ne? Das ist halt wieder... Ja, das wird wieder eine Zeit in Anspruch nehmen. Dadurch, dass ich ja jetzt ja auch meinen Twitch jetzt soweit aufgegeben habe, dass ich da jetzt in der Richtung nichts mehr machen werde. Also wenn ich jetzt mal irgendwas spiele, dann einfach nur aus Lust und Laune, jetzt nicht, weil ich irgendwas aufnehmen muss oder sonst irgendwie was, dann werde ich da halt mal ab und zu mal da auf Twitch dann irgendwie noch ein bisschen was datteln. Aber sonst so großartige Projekte oder sowas werde ich da jetzt nicht mehr machen. Deswegen ist jetzt dementsprechend dann halt die Zeit wieder für Lotus da und natürlich für auch Omsi und Co. Und da das Projekt der Großkreuze soweit erstmal ein bisschen gescheitert ist, kann man ja sagen, haben wir uns jetzt zusammengeschlossen in einem Team und da dementsprechend was aufzuziehen. Aber das werde ich euch dann dementsprechend ja nochmal in den Livestream alles erklären, wie, was, wo und warum, wieso, weshalb. Aber ja, sodass ihr euch darauf schon mal so in den nächsten Wochen wieder vielleicht drauf ein bisschen freuen könnt, dass da in dieser Richtung mal wieder was kommt von unserer Seite. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir da eine ordentliche Multiplayer-Karte zum Laufen bekommen. Aber so an sich, wie gesagt, was wir jetzt hier aktuell haben in Lotus, das ist wundervoll. Das ist wirklich wundervoll. Ja, da ein bisschen gearbeitet, aber zum Beispiel da, das hat er immer noch nicht runtergesetzt. Ich glaube, ich werde mich vielleicht dann auch nochmal an die Karte hier ansetzen, so ein bisschen zur Nebenbeschäftigung oder sowas. Das ist eine tolle Karte geworden hier eigentlich. Die ist halt klein, ne? Das ist halt das Problem, weil sie halt wirklich nur eingleisig ist die ganze Zeit. Da müsste man dementsprechend das vielleicht nochmal so ein bisschen anpassen, dass man hier so teilweise vielleicht sogar zwei Gleise dann hinbaut. Oder, ne, da sind die Ideen natürlich da. Hab mit Faser natürlich dementsprechend schon ein bisschen geredet, was man so eventuell machen könnte. Aber wie gesagt, auch Faser hat natürlich eigene Projekte, die er natürlich dementsprechend nachkommen möchte. Selbstverständlich. Ja, also wie gesagt, passender Beiwagen. Der ist schon cool geworden. So, Türen auf. Alles einsteigen, bitte. Ja, danke schön. So, stehen auch perfekt drinne. So, das ist natürlich ein richtig geiles Bild hier, oder? Oh. Da kann mir doch keiner... Nee, ich lasse es.
Ich lobe Lotus viel zu viel, ist mir aufgefallen. Ich meine, klar, dass man ja immer mal so ein bisschen Lob natürlich hier verteilen darf, das ist selbstverständlich. Man muss auch aber Kritik einstecken können. Ja, das gibt halt noch so die ein oder andere Sache, die man hier Lotus vielleicht noch so ein bisschen vorwerfen könnte, dass dementsprechend da halt nochmal so ein bisschen was nicht so ganz richtig läuft. Ja, gut, das ist halt Early Access, das ist halt so. Aber so im Großen und Ganzen, wenn ich mir doch das Szenario jetzt hier anschaue, ey, dann ist das großartig. Jetzt kommt wieder gleich wieder. Ja, Pio. Und so. Das ist ja halt meine Meinung. Jeder hat seine eigene Meinung und ich vertrete das auch, wenn jetzt irgendwer sagt so, ja, gut, so kommen wir wieder auf den Teppich oder sowas, ja. Kann ich absolut nachvollziehen. Jeder soll sich da seine Meinung bilden. Ja. Was ich persönlich halt nur mal schade finde, ist, wenn es so Leute gibt, die versuchen, denn den anderen Leuten, die halt eine positive Meinung dazu haben, die Leute runterzuziehen, die halt eine positive Meinung haben. Ja? Also die eher die negative Meinung haben, so ist es, dass sie die Leute dann runterziehen, die eine positive Meinung haben. So wollte ich das Ganze eigentlich erzählen. So, jetzt kommen wir gleich zu der Stelle, wo Phase stark kritisiert worden ist. Hier wurde, ja... Hier wurde der alten Waldband der Flair geklaut. Phasos. Nein, Phasos hat natürlich gute Arbeit hier gemacht. Das ist jetzt auch wieder so Geschmackssache, ne? Der eine, der mag das halt so oldschoolig und alles was, ne? So halt wie ein kleines Dörfchen. Und der andere mag es dann wohl so eher so, wenn es dann halt eine Stadt ist, die dann doch ein bisschen moderner wird. Ja, und das ist im Wandel der Zeit natürlich, kann man das dementsprechend halt nicht verändern, ne? Also das geht dann nicht. Mit dem Schatten und alles sowas. So, und hier sollte es ja ursprünglich mal weitergehen, dann geradeaus. Ja. Das war also der Beiwagen zum BKVT auf der alten Waldbahn mit so einem 1.1. Wie gesagt, das ist genauso hübsch, der Beiwagen, wie wir das Ganze hier schon natürlich vom BKVT kennen. Also ich finde, ich mag das, also wenn es so älteres Modell ist. Irgendwie habe ich da noch gelesen, dass da irgendwas vom MSTS ist, dass das Ganze vom Microsoft Train Simulator konvertiert ist. Kann ich mir persönlich aber gar nicht vorstellen, weil das sieht einfach zu deutlich zu gut aus, tatsächlich. Also, ich meine, ich selbst habe ja nun viel den Microsoft Train Simulator gespielt, aber ich kann mich nicht erinnern, dass die Fahrzeuge schon in der Regel so hoch detailliert waren. Kann ich jetzt persönlich halt nicht sagen. Vielleicht ist mit MSTS auch irgendwas anderes gemeint. An sich, wie gesagt, ist der Beiwagen auch von dem gleichen Hersteller wie die BKVT. Also das ist eigentlich jetzt praktisch ein zusammengebündeltes Paket, was ihr jetzt hier dementsprechend runterladen könnt. Wie gesagt, ab sofort natürlich im Steam Workshop erhältlich. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut euch das Ganze mal an. Und natürlich, wenn ihr Bock auf die alte Waldbahn habt, Version 1.1, ist natürlich ebenso im Steam Workshop erhältlich. So, Leute, ich verabschiede mich hier, bedanke mich. Freue mich natürlich, wenn ihr zur nächsten Part wieder einschaltet. Und ja, wenn wir uns natürlich in der nächsten Lotus-Folge hier wiedersehen, freue ich mich. Bis dann. Tschüss.